Symbole und ihr Klang, der das Herz des Sportwagenfans höher schlagen lässt. Im Dreiervergleichstest trifft ein Neuling auf zwei Klassiker. Herausgefordert werden der Porsche 911 Carrera sowie der Italiener unter den Sportwagen, der Ferrari 355 F1 Berlinetta. Der Herausforderer ist ein Kraftpaket, das neue M-Coupé. Wie seine Konkurrenten kein Gefährt nur für die Landstraße. Unterschiedlicher kann das äußere Erscheinungsbild der Kontrahenten kaum sein. Geradezu angriffslustig wirkt der Sportwagen aus Italien. Das gelungene Zusammenspiel von geschwungenen Rundungen und klassischen Linien ist das, was Ferraristi lieben. Hinzu kommt eine besonders hohe Verarbeitungsqualität im Innenraum. Optisch gelungen, aber in der Bedienung unkomfortabel, ist das Schalthebelchen für den Rückwärtsgang. Ein Nachteil des Ferrari in der F1-Version, der sich über Tasten links und rechts am Lenkrad ansonsten bequem hoch- und runterschalten lässt. Das Herzstück des Rennwagens aus Maranello schlummert im Heck. Der V8 beweist, wie der Sound eines Motors zu sein hat. 380 PS, die sich einfach nur genial anhören. Der Porsche 911 Carrera. Sein Design spaltet die Fangemeinde. Die kurios gewölbten Scheinwerfer und der Boxster-Bug erfüllen den traditionsbewussten 911-Liebhaber mit Wehmut. Klare Minuspunkte sammelt der Porsche im Innenraum. Die Instrumente sind verwirrend ineinander verschachtelt und damit schlecht ablesbar. Unterstützt wird der negative Eindruck durch die billig wirkenden Innenraummaterialien. Die bequemen Sportsitze und die platzbietenden Notsitze sind zwar Pluspunkte, aufgrund der mageren Ausstattung und der umfangreichen Aufpreisliste können aber auch sie den letzten Platz in der Karosseriewertung nicht verhindern. Das M-Coupé ist ein wahrer Blickfang. Nicht nur die BMW-typischen Designmerkmale ziehen die Aufmerksamkeit auf den neuen, sondern vor allem das eigenwillige Heck. Minuspunkt des Bayern ist das recht sparsame Platzangebot. Gelungen sind den BMW-Designern die Instrumente. Leicht ablesbar passen sie mit dem zierlichen Chromrand zum ansprechenden Erscheinungsbild des Coupés. Wie alle Testteilnehmer hat auch der BMW Sitze mit gutem Seitenhalt. Für einen Sportwagen äußerst geräumig ist das Gepäckabteil. Nutzt man es bis unter das Dach, passen 410 Liter in das Coupé, das aufgrund seiner reichhaltigen, serienmäßigen Ausstattung die Karosseriewertung für sich entscheidet. Ihre wahre Laufkultur entfalten die Sportboliden aber erst fernab öffentlicher Straßen. Sie wollen auf der Rennstrecke an ihre Grenzen geführt werden. Beim Beschleunigen spielt der Ferrari seinen PS-Vorteil vor allem im Bereich über 160 km/h aus. Der Sechszylinder-Reihenmotor des BMW packt auch dank Einzeldrosselklappen genauso kraftvoll zu wie das Porsche-Triebwerk und so bleibt das Klassement eng zusammen. Leicht untersteuernd vermittelt die Mittelmotorkonstruktion des Ferrari ein wohltuendes Gefühl der Sicherheit. Der V8 bläst aus 3,5 Liter Hubraum den Maranello-Marsch wie ein Rennwagen. Kleine Unebenheiten schluckt das Fahrwerk mit überraschender Geschmeidigkeit. Der Porsche läuft viel ruhiger, entwickelt unter extremen Belastungen den eindrucksvollen Porsche-typischen Sound. Für Anhänger sportlichen Fahrvergnügens ein nicht zu unterschätzender Faktor. Der Carrera reagiert eine Spur feinfühliger auf Lenkbewegungen als seine Kontrahenten. Das straffe Fahrwerk des BMW sorgt für hervorragende Agilität. In Kurven erzielt das M-Coupé bei nahezu vollkommen neutralem Eigenlenkverhalten extrem hohe Geschwindigkeiten. In Sachen Höchstgeschwindigkeit hat der BMW das Nachsehen. Das Motormanagement regelt den Vortrieb bei 250 km/h ab.
Absolute Spitzenwerte erreichen alle drei Kandidaten beim Bremstest. Knapper Sieger ist der Porsche, der mit warmen Bremsen nach 36,6 Meter zum Stand kommt. Bei kalten Bremsen liegen Ferrari und Porsche gleich auf. Der BMW liegt nur knapp einen halben Meter darüber. Für Sportwagen dieses Leistungskalibers sind BMW und Porsche erstaunlich sparsam. Nur der Ferrari wird seinem Macho-Image auch beim Verbrauch gerecht. 17,1 Liter auf 100 Kilometer erfordern einen immer gut gefüllten Geldbeutel. Den Sieg in der Kategorie Umwelt und Sicherheit teilen sich Porsche und BMW. Das Fazit unseres Sportwagentests. Der Ferrari bietet das kompromissloseste Sportwagenvergnügen. Pluspunkte bringen Verarbeitung, Beschleunigung sowie Ausstattung. Hoher Preis und Verbrauch werden allerdings nur die echten Ferraristi nicht abschrecken. Der Porsche glänzt vor allem in Sachen Fahrleistungen, Bremsen und Verbrauch. Abstriche gibt es für die billig anmutenden, unübersichtlichen Instrumente sowie die magere Ausstattung. Einen guten Einstand im höchsten Sportwagensegment feiert das BMW Coupé. Echte Minuspunkte sind der zu enge Innenraum und der zu kleine Tank. Verbrauch, Elastizität und der im Vergleich niedrige Preis machen den Reihensechszylinder zum Testsieger vor Porsche und Ferrari. Den ausführlichen Test lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Auto, Motor und Sport.